Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, bei uns wurde in der alten Kinta eingebrochen. Und heute ist der nächste Tag nach dem Einbruch und oh, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen liebevollen Nachrichten. Wir nehmen euch mit durch die guten Tage, wir nehmen euch aber auch mit durch die schlechten Tage. Und ich habe auch immer wieder gesagt, es kann nicht nur bergauf gehen. Jetzt haben wir gerade mal hier ein Tief. Der erste große Schock ist überwunden. Ich habe mir gerade mal das Video angeguckt, was ich für euch gedreht habe an dem Tag, wo ich mitgenommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich extrem viel überspielt habe, weil ich versuche immer so eine taffe Frau zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Gerade auch vor den Kindern. Und ich lasse mir das meistens gar nicht so anmerken. Aber ich habe es gestern Abend gemerkt, als es alles ein bisschen ruhiger wurde und ich da wirklich realisiert habe, da ist einfach ein fremder Mensch in dein Haus eingebrochen. Und was hätte alles passieren können? Da habe ich viel zu viel drüber nachgedacht. Und wir hatten einfach unheimliches Glück, dass es nur der Schaden war am Haus und dass nur ein Laptop geklaut wurde, weil die Polizei einfach rechtzeitig da war und einen guten Job gemacht hat. Es ist nichts anderes, was vermisst wurde. Er hatte einfach keine Zeit mehr mitzunehmen. Auf jeden Fall wollte ich euch heute noch ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Bei mir ist jetzt gerade einfach nur Stress im Kopf, weil wir müssen jetzt das ganze Haus leer räumen. Die Polizei sagt auch, dass der wiederkommen wird. Es ist schon öfters passiert, dass sie dann wiederkommen. Und bis er dann quasi bestraft wird, dauert das noch alles mit dem Anwalt und so. Deswegen, ja, machen wir jetzt das Häuschen leer. Alex ist schon in den Baumarkt gefahren, hat Schlösser gekauft. Wir werden die teuersten Sachen bei uns verstauen und dann auch noch in ein gesichertes Lager bringen mit Videoüberwachung und wo auch andere Sachen eingelagert werden. Wir werden das jetzt so ein bisschen aufteilen und ja, wir haben keine andere Möglichkeit. Ja, ich will auch gar nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall war das einfach kein geplanter Einbruch, sondern so ein Zufallding. Und der wird sicherlich auch wiederkommen, um nochmal nachzuschauen. Aber bis dahin sind wir dann hoffentlich dafür vorbereitet. Und ich glaube, er hat auch erstmal einen Schock und geht da mal nicht so schnell hin. Alex war heute Morgen schon an der Kinta. Es ist nichts weiter weggekommen. Wir hatten ja noch Spielsachen und Campingsachen und Weihnachtssachen. Das lagern wir jetzt alles hier unten bei uns ein. Deswegen, unser Mitarbeiter ist auch da und hilft Alex, damit das alles schneller geht. Die bauen jetzt Regale unten auf und, und. Ich habe heute schon hier ein bisschen was gearbeitet und für euch ein Video geschnitten. Alles, was so liegen geblieben ist letzte Woche, weil ja meine Eltern auch da waren. Die sind gestern abgereist. Das wird jetzt einfach mal eine chaotische Woche. So viel erstmal dazu. Ich mache das Video fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache mich auch mal fertig. Die tragen jetzt gerade alles runter in den Keller. Der Keller muss geräumt werden. Da kommt jetzt auch ja, vieles weg. Da ist Alex. Hallo. Hallo. Und hier drüben sieht man das Grundstück. Da steht auf der Garage. Ach, wollen wir schon mal erst essen? Schon mal reinholen. Ja. Wird es warm. Frühstück, ja, mache ich. Ich komme sofort hoch. Ich mache jetzt erstmal so einen Mitarbeiter auch einen Kaffee, wenn Alex und ich frühstücken. Und da wird alles vorbereitet. Da wird das Trampolin stehen. Da werden wir das auch noch aufbauen. Eigentlich wollten wir es diese Woche machen, aber durch den Einbruch ins Haus kommt das jetzt auch ein bisschen nach hinten. Ja, hier sieht's aus. Der Wind hat gewütet heute Nacht. Wir hätten auch beinahe, hätten meine Eltern gar nicht abfliegen können, weil es so windig war. Und nur der Flieger aus Hannover, nur der Flieger aus Hannover ist dann abgelandet. Ach, unser Essen steht hier auf der Treppe, wie Alex gesagt hat, und der Albert ist voll. Es wurde gerade alles abgeholt. Hier liegt der alte Teppich. Ein paar Kisten Weihnachtsdeko stehen hier noch. Wir haben auch hier alles erstmal gestern von der Kinta mitgenommen, was so teuer war. Und erstmal hier nachts reingestellt. Wir haben die Hunde draußen laufen lassen, haben aber auch teilweise einfach alle Fenster aufgehabt, um zu lauschen. Man sagt zwar, Madeira ist eines der sichersten Ziele weltweit, aber es kann halt immer was passieren. Davon ist man nicht freigesprochen. Und es gibt auch Taschendiebe in der Stadt, gerade so, wo die Touristen sind und so. Das ist einfach halt immer noch eine Stadt. Ich wollte jetzt hier mal gerade gucken. Okay, krass, die haben hier schon einiges geschafft. Der Teppich wurde weggeräumt, alle Spielsachen. Wir haben dieses Holzgerüst jetzt leider abbauen müssen, weil wir jetzt einfach den Platz brauchen. Aber da werden sich an der Kinder wieder dran freuen, die Rutsche.
Ja, hier werden jetzt dann die Regale aufgebaut. Ach, Kaufmannsladen steht hier draußen. Der soll auch wieder in den Keller. Die sollen die Kinder schön bespielen. Wir haben jetzt hier die nächsten Tage 30, 32 Grad. Das ist hier extrem heiß. Also heißer als in Deutschland dann, weil bei 24 Grad und Sonne ist es schon richtig heiß. Das kommt einfach, weil wir näher am Äquator liegen. Die Sonne ist näher. Deswegen, manche wundern sich immer, wie wir bei 22 Grad in den Pool gehen. Es ist dann wirklich sommerlich, weil es kühlt sich nachts hier nicht so stark ab. Komm mal ein bisschen ins So. Wir sind gerade am schnellen Frühstücken, Mittagessen. Hatten schon so eine Joghurt-Dings. Wir müssen heute noch einkaufen. Ich habe mein Käse-Sandwich bestellt, aber ich habe gar keine Zeit zu essen, keinen Hunger. So. Easy, voll im Stress. Keine Zeit, kein Hunger. Oh, ich habe wieder so Unterleibschmerzen. Der Stress verstärkt das. Also. Jetzt kommt die professionelle Planung, ja? Das ist die Küchenplanung. Portugiesisch-Style. Steckdose. Plugs. Das Ding ist halt. Lach nicht. Verzweifelst du schon? Das Ding ist halt, wir waren ja in einem Küchenausstatter, da habe ich ja diese Küche geplant. Das ist jetzt unser Ferienhaus, das muss ja auch noch alles gemacht werden. Aber die geben natürlich erst die Elektropläne und alles, wenn du da die Küche kaufst. Aber ich mache das jetzt selber. Das wollen wir nicht, ne? Das wollen wir nicht. Die Küche ist viel zu teuer. Wir lassen die wahrscheinlich selber bauen von einem Tischler. Das ist deutlich günstiger und die Qualität ist gleich gut. Und ja, jetzt muss ich ja alles einzeichnen, wo welche Elektrogeräte sind, wo die Steckdosen hin sollen, damit die das schon reinfräsen können. Dann fahre ich gleich zum Badezimmerausstatter. Da besprechen wir nochmal die finalen Kosten. Da müssen wir ein bisschen günstiger werden. Unser Mitarbeiter ist im Keller, baut die Regale auf. Alex fährt jetzt gleich diese Kartons, die unten stehen, ins Lager rüber. Dann holt Alex mich ab beim Badezimmerausstatter. Dann fahren wir zur Kinta, gucken, was wir da noch alles haben. Und fahren dann alles noch ins Lager und in den Keller. Schön, dass du gerade chronologisch aufpasst. Das ist für dich eine Denkhilfe, ne? Ja, dass du nicht durcheinander kommst. Damit ne? ich das alles noch heute schaffe. Sonst noch irgendwas? Ja, und dann noch den Alltag und die Hunde. Und wir müssen noch die Baustelle besuchen. Alex ist fertig mit Kaffee, er fährt jetzt. Und Gesellschafterversammlung von Dogs and Tiger ist noch am Start. Wann? Heute? Nächste Woche. Gerade Termin bekommen. Und morgen haben wir hier noch ein Treffen, ne? An diesem Haus, wo wir gerade leben. Kann man auch kurz erzählen. Mit dem Hier werden noch ein paar Fehler. Bauunternehmer. Oben. Genau, der Bauunternehmer. Wir haben so Risse, das ist ganz normal. Das kommt, wenn sich alles setzt. Richtig? Und noch so ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Kein Abfluss in der Dusche. Kein Abfluss in der Dusche. Okay, was heißt denn hier? Ich mache das alles auf Englisch. So, ich stelle die Kamera hin. Ich mache das. Und haue ab, ja? Ciao. Alex, lass mich alleine. Wie machst du das immer mit der Kamera so? Ja, der Gewicht ist hinten, genau. Ja. Kannst du ein bisschen umdrehen. Und da kann man aber so lassen, wir können aber die andere Zeit dann aufteilen für die Pausen für die nächsten Tage. Egal, ich mache die Zeiten, mache ich beim Vertrag erstellen, mache ich genau. Brauchen wir da Plugs an der Kochinsel? Nee, ne? Nein, macht alles teurer und komplizierter. Ja, ich laufe hier immer noch rum wie ein Schlumpf. Sorry dafür. Es ist einfach gerade viel los. Ich merke, durch den Stress kriege ich krass Unterleibsschmerzen. Der Mitarbeiter hat jetzt gerade den Keller einmal geputzt, Ameisengift verteilt, damit keine Kakerlaken und so mehr kommen. Alex räumt jetzt hier diese ganzen Sachen weg, die kommen ins Lager. Und ich wollte mal gerade unten schauen, wir haben jetzt noch diese wunderschöne Holzrutsche, die schenken wir unserer Kinderfee. Ich mach mal ein Foto davon. Jetzt sortieren wir das 10. Mal die Sachen aus. Das ist unglaublich, was man alles wieder findet. Diese Rutsche, da könnt ihr euch noch dran erinnern, ne? Egal, wird aufgebaut. Wovon ich gerade gesprochen hatte, diese Dusche hier hat keinen Abfluss. Und das muss auf jeden Fall nochmal irgendwie hier installiert werden. So geht das nicht. Oh, ne. Was liegst du denn da? Ruhst dich aus in deiner Ecke, ne? Ist auch für die Hunde jetzt total warm hier, ne? Das kennen die ja auch nicht, dass es so heiß ist. Ich habe jetzt auch ein T-Shirt an, ein Sportshirt. Das benutze ich eigentlich immer beim Wandern. Aber
T-Shirt kann atmen. Ich werde gleich noch mit die Kinder leer räumen. Und ich werde dann heute Mittag eh wieder einen Push drehen mit den Kindern. Ich glaube, die nächsten 5 Tage werden wir einfach nur gefühlt im Pool verbringen. Ich glaube, ich habe noch Sonnencreme von gestern in den Haaren. Heute hat der Tag definitiv zu wenig Stunden. Kommt natürlich noch mehr Aufgaben auf einen zu. Wir mussten viele Termine absagen. Eigentlich sollte unser Auto in die Werkstatt, den brauchen wir jetzt aber für den Transport. Ich werde gleich auch so zum Badezimmer aus Stadtteil gehen, das ist mir egal. Muss man sich jetzt nicht hübsch machen. Einmal Gesicht waschen, das Armband habe ich übrigens von Frieda bekommen. Das hat sie mir gemacht, das war schön. Ganz viele Sachen hier noch sortieren. Ne? Schon mal dabei sind. Ihr kennt es, ne? Jetzt wird erstmal hier alles umgeräumt. Wickeltisch geht raus. Der wird bald irgendwann trocken sein. Und ich räume da jetzt den Kaufmannsladen rein. Soll ich die Sachen sortieren? Es ist so warm. Ich habe mir erstmal den Schirm aufgemacht. Ich sortiere hier die Sachen aus dem Keller. Das ist der Kaufmannsladen. Moritz kriegt jetzt einen Kaufmannsladen und wir tun die Wickelkommode weg. Spielsachen. Und hier machen wir jetzt eine Kiste mit Poolsachen. Hier sind auch Schnorcheln sowas drin. Dann mache ich solche Bänder. Müssen wir mal einen Knoten. Die Kiste machen wir einfach für Outdoor-Spielzeug. Das ist so heiß. Jetzt weiß ich, wie ihr euch alle letzten Tage, Wochen gefühlt habt. Wegen dem Wickeltisch haben wir jetzt unsere Mitarbeiter gefragt. Da braucht ihn keiner. Ich werde ihn jetzt mal versuchen, oben an die Straße zu stellen. Und mal gucken, ob das jemand nimmt. Wäre viel zu schade. Und hier baue ich das jetzt gleich auf. Ich brauche den Schraubendreher noch. Das versuche ich jetzt mal hier sauber zu machen und dann richte ich das gleich für Moritz ein, wenn er nach Hause kommt. Hat er ein neues Zimmer. Und der hat schon so viele Umzüge mitgemacht und hält immer noch. Das ist einfach unglaublich. Man sieht so ein bisschen, dass der Lack hier abgeht. Der müssen wir einmal abschleifen und neu lackieren. Aber nicht heute. Das ist noch ein Experiment für die nächsten Tage. Das brauche ich unten. Das haben wir neu im Decathlon gekauft. Das sind Schwimmflügel. Diese magischen Schwämme, das versuche ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt wirklich nur Wasser. Das geht so gut. Der Nachbarshund schlägt gerade an. Aber ich meine, wenn ich es dann irgendwann abschleife, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, deswegen jetzt einfach sauber machen. Das alles war natürlich heute nicht geplant. Ne? Das passiert jetzt hier nur, weil eingebrochen wurde und wir uns neu organisieren müssen. Wir brauchen Platz im Keller. Umso früher starten wir das Projekt, Keller vorzubereiten. Ich versuche immer das Beste in allem zu sehen. Natürlich ist sowas unnötig, irgendwo einzubrechen. Aber dafür ist das Haus jetzt frei. Wir suchen uns andere Möglichkeiten. Wir sortieren noch mehr aus, haben vielleicht dadurch mehr Überblick. Wir können jetzt auch das kleine Haus anfangen zu renovieren und ja. Vielleicht kann man da schon eher einziehen, ich weiß es nicht. Und um 16 Uhr sind ja auch schon wieder alle Kinder zu Hause, dann sind die alle im Pool. Und somit haben wir nicht ganz so viel Zeit. Easy. Ja. So sieht es aktuell hier aus. Die Regale stehen, unser Kellerchen ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber ist ganz gut so mit den Gängen. Und dann kommt hier nachher noch eine kleine Spielecke. Schreibtisch. Wir schauen mal, es ist einfach zu viel gerade. Okay, let's go. So, Müll ist aufgeladen. Wir fahren jetzt gleich los zur Kinta. Alle sind durchgeschwitzt. Und Alex und unsere Mitarbeiter haben den Wickeltisch an die Straße gestellt, Schild dran gemacht. Ich hoffe, es nimmt jemand mit, aber ich glaube schon. Ich glaube, das ist schnell weg, wenn wir nächstes Mal hier hinkommen. Zurückkommen ist bestimmt abgeholt. Man merkt, dass die Autos langsam vorbeifahren. Ja. Mhm. Ist halt schwierig, so spontan mitzunehmen. Die wird wahrscheinlich der eine oder andere wiederkommen, das mitzunehmen.
So was sieht man hier gar nicht irgendwie, ne? Mm-mm. Das umsonst ist. In Berlin war das sehr groß. Viele haben ja einfach hier nichts zu verschenken. Ja. Ist einfach so. Leider. Boah, hier wurde auch heute Morgen schon gewässert. Einfach weil es jetzt die nächsten Tage so heiß wird. Komisches Gefühl, wieder hinzukommen. Ich hoffe, das legt sich. So, meine Aufgabe ist es jetzt, Spielzeuge zu sortieren. Schauen, was nehmen wir mit nach Hause. Ist da jemand drin? Hat der oben gesichert? Oh. Okay, das wird jetzt gleich alles noch mitgenommen in den Keller bei uns. Dann wird alles voll sein, Alex. Okay, lass uns oben gucken. Keine Zeit verlieren. Die Koffer brauchen wir auch bei uns zu Hause. Oh Gott, wohin denn? 6 Koffer. Ja, geht ja nur dann Keller. Oder unter die Treppe. Da ist kein Platz. Was für unheimlich hier, oder? Jo, könnte immer noch irgendwo einer sitzen. Könnte immer noch jemand hier schlafen. Unheimlich. Hier sieht man die Box. Da wurden auch Fingerabdrücke genommen, deswegen ist dieses Pulver da drauf. Ja, dann mal los. Die Box brauche ich hier. Muss ich einlagern. Cool. Unsere Freunde haben uns ein bisschen Lagerplatz angeboten. Halloween kommt zu uns. Hier sind noch Spiele. Twister nehme ich mit. Ist gerade einfach super heftig, hier zu gucken. Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ich fahre jetzt zum Lager und hier müsste auch nach und nach alles gleich leer werden. Das kommt in unseren Keller. Ja, wir fahren los. Schönes kühles Plätzchen da oben. Hier, das müssen wir jetzt alles einlagern. Heiß! Oh, wir haben nur noch eine Stunde, das wird eng. Wir müssen schon kontrollieren, dass sie das auch schön hochstapeln. Weil wir bezahlen ja pro Palette. Wir müssen schon da bleiben. Ja. Und gucken, was da überbleibt. Also ich habe 3 Paletten reserviert. Mehr geht auch nicht. Boxen kann man ja schön hochstapeln. Let's go. Ciao, ciao.